Liebe Genossinnen und Genossen, warum machen wir eigentlich Politik? Das muss jeder für sich selber beantworten. Meine Antwort hat vor gut 15 Jahren stattgefunden. Ich habe Schülervertretungsarbeit gemacht an meiner Schule, war Klassensprecher, Schulsprecher. Und ich war getrieben von einer Form von Ohnmachtsgefühl, von vielen Pflichten, denen wir uns ausgesetzt sahen, aber wenigen Rechten, die uns zur Verfügung standen oder von denen wir auch überhaupt nur wussten. Wir kämpften um unsere Anliegen, erreichten manches, stießen aber auch oft genug an Grenzen, die uns Politik und Gesellschaft setzten. Wir haben uns damals dafür eingesetzt, weil wir gemerkt haben, es muss noch was Größeres her. Wir haben uns in unserem Berliner Bezirk, wo die Schule war, für ein Kinder- und Jugendbüro eingesetzt. Für einen Ort, an dem Dolmetscharbeit stattfinden sollte, zwischen jungen Menschen auf der einen Seite und Politik und Verwaltung auf der anderen Seite. Wir haben das für nötig erachtet, weil Ungleichheiten, völlig egal, ob wir über Vermögen oder über Machtverhältnisse in unserer Gesellschaft sprechen, weil Ungleichheiten nicht von alleine verschwinden, sondern immer nur von Menschen bekämpft und dadurch aufgelöst werden. Und weil ich diese Ungleichheiten auf den Tod nicht ausstehen kann, habe ich mich damals als Mittler betätigt, habe da später auch meinen Ersatzdienst geleistet. Warum ich das erzähle? Weil ich das Gefühl habe, heute wieder in einer Mittlerrolle zu sein, zwischen einer jungen Generation, die ungeduldig ist in Anbetracht der Herausforderungen, vor denen wir stehen, und die einem politischen Betrieb gegenübersteht, der diese junge Generation nicht versteht, manchmal auch nicht verstehen will und nicht von ihr verstanden wird. Das Problem ist nur, ich bin mittlerweile 30 Jahre alt und eigentlich gar nicht mehr Teil dieser jungen Generation. Beim Fußball kann ich in 2 Jahren bei den alten Herren mitspielen und mein zweites Lebensdrittel hat mittlerweile begonnen. Es sagt etwas aus über die politische Arbeit, die wir nicht nur in der SPD, sondern generell leisten, dass Leute wie ich hier als der Nachwuchs oder diese jungen Leute bezeichnet werden. Diese Mechanismen aufzubrechen, beginnt damit, sich nach vorne zu stellen und zu kandidieren. Und das mache ich am heutigen Tag, liebe Genossinnen und Genossen. Ich stehe aus Prinzip hier, als Ermutigung für diejenigen, die von der Politik kein Angebot mehr erwarten und sich von ihr paternalistisch behandelt fühlen. Aber etwas ist anders heute, in Zeiten von Digitalisierung. Wir haben das gesehen, als dieser, wie es von manchen gesagt wurde, dieser Rezzo vor einigen Monaten da sein Video ins Netz gestellt hat. Da hat man die Mechanismen der Politik sehen können, als der Rezzo mal ein bisschen einen rausgehauen hat mit seinen blauen Haaren. Dieser Typ im Internet, da muss man sich nicht drum kümmern. So hieß es dann auch in manchen politischen Sitzungen, da wurde abgewunken und ein bisschen mürrisch gelächelt. So ernst kann man das doch nicht nehmen, der hat sich doch noch nie einer Wahl auf einem Parteitag gestellt oder irgendwo auf einer Wahlliste gestanden. Aber so funktioniert das heute. Das ersetzt nicht unsere Demokratie, das ersetzt nicht unsere Partei, aber es ist Teil unserer Wirklichkeit. Wir erleben eine Demokratisierung von Kommunikation. Und eigentlich ist das etwas, was unsere Partei total spannend finden muss. Denn unsere Partei, unsere Vertreterinnen und Vertreter sind es gewesen, die über Jahrzehnte hinweg im Parlament, in politischen Talkshows, auf den Bühnen dieser Republik dagesessen haben, als Vertreterinnen und Vertreter für Arme, für Entrechtete, für schwache Menschen, für diejenigen, die nicht in der Lage waren, ihre Interessen selbst zu artikulieren, die nicht den Zugang zu Machtapparaten hatten und die eine politische Kraft brauchten, die für sie die Stimme erhoben hat. Heute gelingt es mit ein bisschen technischen Skills und ein paar verständlichen Vorstellungen von Kommunikation, diesen Leuten zum Teil selbst ihre Stimme zu erheben. Und wir sollten das nicht als Bedrohung unseres Geschäftsmodells verstehen, sondern wir sollten es als das verstehen, was es ist, eine Selbstermächtigung von Menschen, die ihren gerechten Anteil an der Gesellschaft einfordern und denen wir in Partnerschaft begegnen sollten. Die greifen nicht die Idee der Sozialdemokratie an, sie füllen sie mit Leben und wir sollten ihnen die Hand ausstrecken und mit ihnen zusammenarbeiten, liebe Genossinnen und Genossen. Diese Form, die vor allem auch im Netz stattfindet, hat etwas mit Individualität zu tun. Individualisierung findet in unserer Gesellschaft statt. Und ich bin zutiefst genervt davon, dass es 2 sehr radikale Ansichten von Individualität gibt, die ich nicht teile und die unsere Partei nicht teilen sollte. Da ist auf der einen Seite etwas, das hat man letztes Jahr sehen können, als sich diese sogenannte Sammlungsbewegung Aufstehen gegründet hat.
Es gab Gründe, warum ich und andere damals dort nicht mit auf dem Podium saßen. Weil ich nicht davon überzeugt bin, sondern im Gegenteil es sogar zutiefst ablehne zu sagen, die Zeit von Individualisierung und von mehr Freiheitsrechten, die muss jetzt mal vorbei sein, zugunsten von mehr Kämpfen für das Soziale. Nein, das ist nicht die richtige Analyse. Keine Ehe für alle, keine Geschlechterquote in DAX-Vorständen oder Ähnlichem sorgt dafür, dass wir nicht mehr für soziale Gerechtigkeit im Land kämpfen können. Hören wir auf, die Falschen gegeneinander auszuspielen. Individualisierung ist kein Widerspruch zu sozial gerechter Politik, liebe Genossinnen und Genossen. Und auf der anderen Seite die Sichtweise der absoluten Individualität, die wir dort gut finden, wo sie die freie Entfaltung der Persönlichkeit betrifft, wo Schwule, Lesben, Intersexuelle und Transgender sie selbst sein können in unserer Gesellschaft, offen über die Straße gehen können, ohne Angst zu haben, angegriffen und angefeindet zu werden, wo tatsächlich gleiche Lebenschancen für alle bestehen. Aber wir setzen dem eine Grenze dort, wo es in den Bereich unserer materialistischen Grundlagen, des Ökonomischen geht. Wir glauben nämlich nicht, dass ein Individualismus, der bis tief hinein in die Strukturen unseres Zusammenlebens, in den öffentlichen Nahverkehr, in unsere natürlichen Lebensgrundlagen, ins Wohnen und ins Bildungssystem hineinreicht, dass der irgendetwas besser macht. Dieser Markt regelt es nicht, liebe Genossinnen und Genossen. Er hat es in der Vergangenheit nicht geregelt und er wird es auch in Zukunft nicht tun. Und deswegen widersprechen wir mit allem Nachdruck dem Glauben daran, dass wenn nur alle an sich selbst denken, dann ja auch an die ganze Gesellschaft gedacht ist oder dass, wenn jeder nachhaltig einkauft, auch Klimaschutz und Nachhaltigkeit geschaffen sind. Hier hört unser Verständnis von Individualität auf. Und jetzt müssen wir in Konflikte reingehen. Und zwar in Konflikte mit denjenigen, die versuchen, diese Individualität, die wir gut finden, zu durchbrechen. Ich möchte das machen am Beispiel von Annegret Kramp-Karrenbauer, die in diesen Tagen wieder vorschlägt, eine Dienstpflicht in Deutschland einzuführen. Ein Jahr, wo junge Menschen einen Dienst an der Gesellschaft leisten sollen. Das ist nicht nur ein zutiefst Generationen gegeneinander aufwiegelnder Begriff von Gesellschaft, der da von ihr vorgetragen wird, weil so ein bisschen schnippisch daherkommt, na, leistet ihr doch auch erstmal was für die Gesellschaft. Das ist nicht das Bild vom Generationenvertrag, was wir haben, bei dem Generationen füreinander Verantwortung übernehmen. Wenn Frau Kramp-Karrenbauer was machen will für die Gerechtigkeit zwischen den Generationen, dafür, dass man miteinander Verantwortung übernimmt, dann soll sie sich darum kümmern, dass wir über 2025 hinaus, so wie es die SPD will, eine gesetzliche Rente noch in Deutschland haben, die funktioniert, dass wir eine Erwerbstätigenversicherung haben, in die alle Beschäftigten tatsächlich einzahlen. Auch Sie und die anderen Politikerinnen und Politiker, liebe Genossinnen und Genossen. Aber was macht AKK stattdessen? AKK treibt uns in eine ganz andere Diskussion, in der junge Menschen erstmal einen Dienst an der Gesellschaft leisten müssen. Diese jungen Menschen, bei denen Sie vielleicht beklagt, Sie könnten ein bisschen mehr tun. Wie wäre es denn, wenn sie ihre politische Stellung nutzen würde, um die Rahmenbedingungen für diese jungen Menschen und damit auch für alle anderen in der Gesellschaft zu verbessern, dafür zu sorgen, dass wir nicht eine immer größere Ökonomisierung der Bildung haben. Husch, husch durch die Schule durch, Abi nach 12 Jahren und dann 3 Jahre Bachelor und 2 Jahre Master und zack auf den Arbeitsmarkt, damit alles schnell verwertbar gemacht wird. Solche jungen Menschen finden keine Zeit, sich zu engagieren, nicht in politischen Jugendorganisationen und sonst irgendwo. Das ist der Ansatzpunkt, um den sich Politik kümmern muss. Wenn junge Leute was machen sollen, liebe Genossinnen und Genossen. Oder vielleicht dafür sorgen, dass junge Menschen nicht zu 50% mit einem befristeten Arbeitsvertrag ins Berufsleben einsteigen. Vielleicht nicht über eine Dienstpflicht, sondern mal über eine Ausbildungsplatzgarantie in Deutschland reden, Frau Kramp-Karrenbauer. Wie wäre es? Wir laden Sie herzlich ein. Das ist unser Verständnis von Individualität. Nur wer die persönliche Freiheit hat, sich zu entfalten und was für die Gemeinschaft zu tun, von dem kann dann auch verlangt werden, seinen gerechten Anteil zurückzugeben. Und das hat was mit Gemeinwohl zu tun. Uns geht es ums Gemeinsame, um die Gesellschaft. Und das Gemeinwohl ist das Wohl von uns allen. Und wir haben uns alle gefreut in den letzten Tagen und Wochen, als es von DGB und BDI gemeinsam hieß, 450 Milliarden Euro Investitionen braucht dieses Land, um zukunftsfest zu werden, allein in den nächsten 10 Jahren. Und ich teile diese Freude über dieses gemeinsame Signal. Lieber Rainer Hoffmann, gut, dass ihr die Initiative gestartet habt. Aber nicht zu früh freuen.
Wir haben es schon immer noch mit den anderen zu tun, nicht beim DGB, aber beim BDI. Guckt mal rein in die Pressemitteilung, die die rausgegeben haben. Da sagt BDI-Präsident Kempf nämlich, es gehe der Industrie in erster Linie um höhere privatwirtschaftliche Investitionen. Diese machen rund 90% der Investitionen in Deutschland aus. Der Staat muss dort investieren, wo sich privatwirtschaftlicher Ausbau nicht lohnt. Zitat Ende. Nee, liebe Freunde aus der Industrie, so haben wir nicht gewettet. Das alte Spiel, Gewinne zu privatisieren und Verluste oder gesellschaftliche Risiken zu sozialisieren, in die Hände von uns allen zu geben. Wir dürfen das Netz, das Mobilnetz dort ausbauen, wo es sich für die Konzerne nicht lohnt. Wir dürfen die Busse dort bezahlen, wo es sich für die Konzerne nicht lohnt. Wir dürfen die Wohnungen bauen für die Leute, die nicht zu 12, 13, 14 oder mehr Euro den Quadratmeter leben können. So haben wir die Wette nicht gemacht. Unser Gemeinwohlverständnis ist ein anderes, liebe Genossinnen und Genossen. Wir wollen ein Gemeinwohl, zu dem alle beitragen, über gerechte Steuern, wo nach den Bedarfen der Menschen in unserer Gesellschaft, nach dem, was unser Leben ausmacht, entschieden wird, was bereitgestellt wird, weil der Bus im ländlichen Raum für uns kein Dukatenesel ist, der Geld für den Kommunalhaushalt auswirft, sondern es ist Teilhabe an der Gesellschaft. Es ist die Möglichkeit, teilzuhaben, zum Schwimmbad zu fahren, sich mit Freunden zu treffen oder den Facharzt oder die Fachärztin beispielsweise zu besuchen. Das ist unser Verständnis davon. Hier müssen wir die Unterschiede in der GroKo, außerhalb der GroKo, ist mir egal, rausarbeiten. Und wir müssen bereit sein, politische Mehrheiten dafür zu organisieren und am Ende auch zu nutzen. Ich habe euch eine rote Socke mitgebracht. Die Älteren kennen die schon aus vielen Jahrzehnten politischer Arbeit. Die rote Socke steht für den Versuch unserer politischen Gegnerinnen und Gegner, uns klein zu machen. Uns daran zu hindern, die Mehrheiten, die wir für so viele unserer Forderungen in dieser Gesellschaft haben, zu nutzen und wirkmächtig zu machen. Das hat dazu geführt, dass wir zweimal linke Mehrheiten im Deutschen Bundestag nicht genutzt haben. Ich bin dafür, dass wir, wann immer die nächste Bundestagswahl ist, ob in 3 Monaten oder in 1,5 Jahren, alles dafür tun und bereit sind, fortschrittliche Mehrheiten, ob alleine, mit Partnern zusammen, mit 2 oder mit 3, zu nutzen und dass wir uns nicht mehr kirre machen von diesen roten Socken. Denn diejenigen, die dabei auf uns zeigen, wollen eigentlich nur von ihren eigenen Problemen ablenken. Diejenigen, die uns versuchen, in eine antidemokratische Ecke zu schieben und zu tun, als würden wir mit Leuten paktieren, mit denen man nicht in der Demokratie arbeiten sollte, die wollen eigentlich was ganz anderes. Die wollen verbergen, dass hinter jeder roten Socke, die uns entgegengehalten wird, liebe Genossinnen und Genossen, dass hinter jeder dieser roten Socken eigentlich eine käsefußstinkende blaue Socke steckt, von denjenigen, die ihr Verhältnis zum rechten Rand in dieser Gesellschaft nicht geklärt kriegen. Keine roten Socken mehr. Die müssen ihre Hausaufgaben selber machen, damit wir eine demokratische Gesellschaft zusammenhalten, liebe Genossinnen und Genossen. Nicht wir, die haben was zu klären. Lass mich noch kurz zum Schluss kommen, bitte. Das ist wie bei der SPD. Wenn man denkt, das war das Ende, ist es eigentlich noch nicht vorbei. Mein Name ist Kevin Kühnert, bin 30 Jahre alt, bin Berliner Jung und wie sich das hier nicht vermeiden lässt, habe gelegentlich auch eine Berliner Schnauze, die geht auch nicht mehr weg. Ich bin Jungsozialist und, liebe Clara, folglich auch noch nie auf einer Spargelfahrt gewesen. Wir sind also zu zweit hier im Raum. Ich habe aber auch noch nie eine Einladung bekommen. Also falls das an der richtigen Stelle jetzt ankommen sollte, dann sehr gerne. Ich bin Ortsvereinsvorsitzender in Lichtenrade-Marienfelde hier in Berlin. Bin Kommunalpolitiker. Ich habe von Lars Klingbeil im letzten Jahr einen Toaster für ein bisschen über 20.000 Mitglieder bekommen. Habe, glaube ich, gezeigt, dass ich Menschen für die Sozialdemokratie begeistern kann. Und ich bin der Erste in der Familie, der in eine Partei eingetreten ist. Und heute werde ich von meinem 83-jährigen Großvater Altgenosse genannt, weil er sich mit Mitte 70 dazu entschieden hat, etwas Überfälliges nachzuholen und SPD-Mitglied zu werden. Wenn ihr mich heute zu eurem stellvertretenden Parteivorsitzenden wählt, dann bekommt ihr den Kevin Kühnert, den ihr kennengelernt habt. Ich verstehe Politik nicht als Rollenspiel.
Ich finde nicht, dass wenn man plötzlich auf einer anderen Position ist, dass man sich dann anders verhält, anders denkt, anders redet. Man hat vielleicht andere Dinge zu bedenken. Ja, das sicherlich. Aber meine Überzeugungen sind meine Überzeugungen, wie das hoffentlich für uns alle gilt. Ich weiß um die Verantwortung, die das Amt mit sich bringt, um das ich mich heute bei euch bewerbe. Aber ich weiß auch um die Verantwortung, die es mit sich bringt, wenn man Glaubwürdigkeit genießt und sie gerne weiterhin genießen möchte. Ich möchte weiterhin bereit sein, auch unbequeme Fragen in dieser Partei zu stellen, in dem Wissen darum, vielleicht künftig noch stärker die Antworten darauf selbst geben zu müssen. Und deswegen ist mein Verständnis von politischer Arbeit auch weiterhin, neben der tagespolitischen Arbeit, die wir machen und zu leisten haben, auch Visionen zu entwickeln, weil diese Partei wie keine andere eine ist, die über Emotionen und Visionen funktioniert. Und da Helmut Schmidt gesagt hat, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen, und man Helmut Schmidt in dieser Partei zumindest bei so einem Tag nicht widersprechen sollte, möchte ich euch zurufen, liebe Genossinnen und Genossen. Erstens, bitte um eure Unterstützung. Und zweitens, lasst uns mit unseren Visionen zum Arzt gehen und lasst den Arzt, die Ärztin, die Sprechstundenhilfe und alle, die da im Wartezimmer sitzen, von unserer Vision überzeugen, damit diese Partei wieder das ausstrahlt, was sie verdient auszustrahlen, nämlich die Zukunft im Herzen zu tragen. Und dazu möchte ich einen Teil beitragen und bitte heute um eure Unterstützung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.